Bist jetzt auf meinen dreckigen Füßen. Das ist doch nicht dreckig. Doch, die sind doch überhaupt nicht gemacht. Das ist ganz schrecklich, da darfst du gar nicht so nachher. Ich glaube, der rechte geht noch. Der linke habe ich gerade gesagt. Oh mein Gott, bin ich knallrot. Heute will sich Alexandra Nelde endlich mal wieder von ihrer schönen Seite zeigen. Perfektes Make-up für ein sexy Foto. Ich glaube einfach, dass Lisa, mit der kann man einfach so mitfiebern. Und das ist es. Man kann mitfiebern, man kann einfach mit ihr mitweinen, man kann sich mitfreuen und man geht durch jede Höhe und durch jede Tiefe einfach mit. Und sie ist einfach ein netter Kumpel. Mit. Aber Alexandra Nelde zeigt sich auch gern mal ohne Zahnspange. Beim Bravo-Fotoshooting spielt die 29-Jährige einfach sich selbst, die schöne Alexandra. Auch wenn sie gerne als unscheinbare Lisa vor der Kamera steht, so richtig sexy in Szene gesetzt zu werden, das ist doch die Lieblingsrolle jeder Frau. Ich bin immer noch ich und Lisa Plenske, ich bin wahnsinnig froh, dass ich sie anlegen kann, aber auch wieder ablegen kann. Immer wenn ich nach Adlershof komme, liegen da meine Utensilien, damit ich aussehe wie Lisa Plenske. Und wenn ich dann abends gehe, dann bleiben die in Adlershof und ich bin immer noch ich. Wo Redaktion an. Bei den Teenies ist Lisa Plenske sogar beliebter als das Original, meint die Bravo-Redakteurin. Und mit dem Fotoshooting hat sich für den Verliebt in Berlin-Star eine Art Jugendtraum erfüllt. Das ist schon toll. Auf jeden Fall. Und in meinem Alter darf ich noch auf die Bravo. Das ist natürlich super. Als Schülerin war Alexandra natürlich eifrige Bravo-Leserin. Und mit 29 Jahren hat sie es mit diesen Fotos jetzt selbst in die Jugendzeitschrift geschafft. Eine Verjüngungskur der ganz besonderen Art.